Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfati und wir spielen zusammen Metro Exodus. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg mit dem Herrn Oberst in die Stadt, sind Sie bereit? Um Medikamente für Anna zu holen. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Auf jeden Fall. Steig auf. Okay, hier. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Okay, hoffentlich kann er auch fahren mit seinen komischen Beinen. So, ja, salut. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, nehme ich an. Ja, kann durchaus sein, ne? Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Ja, Augen zu und durch. Tja, und ja, was haben wir hier denn für? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, da könnten wir durchkommen. Festhalten. Okay. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Oh, was viele Panzer und Zeugs. Können wir da nicht einfach mitnehmen? Es sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Oh, scheiße. So, bis jetzt haben wir noch keine Viecher gesehen. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Okay, und nun? Übernimm das Steuer, Artyom. Okay. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Oh. Wir müssen erstmal geradeaus. Vorsicht, oh ja. Immer ganz ruhig bleiben. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Hier ist ja alles voller Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Hm? Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, okay, dann machen wir das mal. Aber bis hier, jetzt haben wir der noch. Hof zu linken. Bis jetzt haben wir auch noch keine. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, Viecher gesehen. Sind wir erledigt. Geradeaus. Vorsichtig, auch. Da müssen wir rüber. Vorsichtig. Scheiße, hier sind so viele. Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Hier können
können wir nicht bleiben. Nach links. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Okay, okay. Oh Gott, verdammt! Noch ein Haufen Autos! Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Ja, unser Glück. Das war's wohl mit dem Park. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Oh, Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Aber jetzt ist er da? Steigt an und die Filter. Kommen wir da denn jetzt einfach mal hin? So, auf geht's. Homie, nicht trödeln. Auf geht's! Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt. Ja, komm. Ich muss auf dich warten. Oh Scheiße, hier kommen wir nur schwer durch. Oh ja, er muss auch so komisch. Gucken, Licht funktioniert. So kommen sie, Herr Oberst. Ein bisschen Gas geben dahin. Nicht rumtrödeln. Oh, Scheiße. Ja, könnte sein, dass da unten Eingang ist. So. Kacke, oh Kacke, wir müssen auch noch mal irgendwann mal wieder hoch. Wo ist meine Waffe? Verdammt. Da ist er. Er ist natürlich. Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Okay, was haben wir da? Nichts. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Oh, da liegen sie. Die Armen. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen. So, ich will meinen. Die Augen offen halten. Den hier nehmen. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Ah, da kommen wir sie wieder. Zur Station am Linienplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten da ist nichts mehr. Da oben hier ist auch nichts. Mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Ja. Wir sind hier ganz in unserem Element. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Echt jetzt? Ja, dann lass uns das eben abnehmen hier. Oh, wie war das nochmal? So. Auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Und das werden sie, glaube ich, auch. Ich glaube, nochmal sind es Hunde. Der direkte Weg ist versperrt. Ja, ist einer. Mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Okay, was haben wir hier? Der ist restlos versperrt. Kommen wir hier durch? Oh ja, hier. Ja, können wir durch. Hey, was bist du denn für ein Hässlicher? Ja, dann tu das auch. Boom. Was sind das denn für Schweinemonster? Schweinemonster. Da müssen wir, glaube ich, rein, wa?
kommt wer! Bereit machen! Wo kommen wir? Was war das denn? Und die haben wir. Schweinemonster sind das. Na, verdammt. So viele Schweinemonster. So, hier haben wir nichts. Das hat sich auch wieder nicht gelohnt, hier wieder reinzugehen. Naja. So, was haben wir hier noch? Nichts, natürlich. Hätten wir auch eigentlich direkt da reingehen können, oder? So. Da war eine Ratte. Was haben wir hier denn? Michael, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal, unsere Filter sind kompletter Müll und an der Sibiskaya wurden sie den Herbst erneuert. Können meine Kinder in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das geht nicht, Nikitic. Das Militär hat hier jetzt das Sagen und die lassen keinen rein. Aber keine Sorge, sie verteilen jetzt den Strahlenschutzstoff. Soll ich meinen Kindern etwa diese grüne Scheiße geben? Kommt mir bloß nicht damit. Das grüne Zeug ist besser als alle Filter, die ihr kriegen könntet. Wie ich schon sagte, keine Sorge. Ihr müsst es ja auch nur ein paar Monate nehmen, bis die Situation sich verbessert. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, das Militär hatte hier das Sagen. Wegen diesem grünen Zeug, dem Strahlenschutzstoff, den das Militär verteilte. Und dann waren ihre Vorräte aufgebraucht. Aber die Strahlung war noch da. Und das war's. Pass auf, hier ist alles morsch. Brich nicht an. Okay. Verdammt, noch eine Sache. Die Brücke ist hinüber. Ja, hier lang. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. So, muss ich da jetzt runter? Kann ich da jetzt runter? Komme ich dann wieder hoch? Da muss ich hin. Da komme ich so aber gar nicht hin. Okay, gehen wir aber erstmal hinter den Obers her. Nicht sehr tief. Naja, dann schwimmen kann er trotzdem was. Was ist das denn? Weg da. Hey, Herr Oberst. Erstmal hier warten auf mich. Nimm gucken, ob hier noch was rumliegt. Also hätten wir da direkt runtergekonnt. Was haben wir hier denn? Was haben wir hier denn noch rumliegen? Da ist doch was, oder? Ja, siehste. Okay, aber das bisschen. So, schnell hinterm Obers her. Der ist schon wieder so weit. Vielleicht die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Strom machen. So, jetzt aber. Wie können wir da hoch? Ne. Und hier sind die Einheimischen. Oh Scheiße, da liegen sie. Oh. Das Massengrab in Moskau, oder? Oh Mann, die Armen. 1000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden.
W. Oh ja, hier sind wir. Jetzt sind wir ja oben. Das bedeutet, wir müssen hier weiter. Können wir das nur noch mitnehmen? Ja, das können wir noch Diese mitnehmen. Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Okay, ich halte mich bereit. Scheiße, wenn ich da jetzt reinfall, komme ich da wieder raus? Ich will das auch nicht mitnehmen da. Die Sachen hier. Das ist nicht unsere Metro. Wenn etwas passiert, kann uns keiner helfen. Ja, helf mir im raus da. Jetzt. Brichst du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Aurora zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Ja, ist verstanden. Ist ja streng, der Herr Oberst. Auf geht's. Pass nur ab jetzt auf, wohin du gehst. Wir haben schon genug Zeit verloren. Der hier führt zum Tor. Gehen wir mal aus dem Weg. Okay, das nehme ich natürlich mit. So, Opa 80, komm noch mal raus da jetzt. Diese Stützen gefallen mir. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Dann lass es zügig laufen. Mehr. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Aber das hasse ich ja an so Passagen, ne? Wenn die mit dir laufen müssen. Und dann sind die so langsam. So extrem langsam. Ui, was war da denn? Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt. Immerhin war Krieg. Ja, Wahnsinn. Funktioniert das Ding? Oh, ich will diesen hier. Scheiße. Funktioniert natürlich nicht. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Ach. Die Verstärkung kam nie an. Nee, scheiße. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Ja, die Leuchten kann man auch nicht looten. Die Duschka. Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station geschützt. Heldenhaft, würde ich mal behaupten. Bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. In Moskau scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Oh, da liegen sie. Was? Ich fühle mich merkwürdig. Alles in Ordnung? Siehst du bis jetzt ja. Dinge? Strahlung. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Okay, aber jetzt im Moment ist bei uns hier nichts. Oh ja, also mach mir keine Angst. Gegner. Kurz voraus. Oh, schleich doch nicht so, Mann. Wir haben doch keine Zeit. So, hier sind irgendwo Gegner. Und das nicht gerade wenig. Noch ein Tor. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Oh, da ist noch so eine fette Waffe. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da, schon wieder.
Oh Gott. Jetzt muss das gerade passieren. Was schießt er? Meine Waffe ist schon wieder dreckig wie Hund. Oh, verdammt nochmal. Das hasse ich ja, ne? Die scheiß Knifte, die will nicht richtig. So, dann lass uns mal diesen hier nehmen. Gucken, ob der was wird. Okay, die Schweinemonster sind besiegt. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Toten erheben sich. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Wenigstens leben wir noch. Lass uns das Tor öffnen. Achso, er kann das. Okay. Hilf mir mal, Artyom. Okay, ich will aber eben kurz gucken, wo war nochmal der... das war Feuer. Ja, ein Rucksack. Kann ich da nicht meine Sachen auch noch wieder sauber machen? So, aber ich würde sagen, dass bis hierhin, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mich in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal bei Metro. Und tschüss.